Außerdem baue ich das Zeug, damit ich mir endlich Melonensamen kaufen kann. Ich will doch nichts anderes als Melonensamen. Ey! Verdammtes Zeug. Weil Blätter, das ist im Dschungel so. Hat der Dschungel so eine nervende Eigenschaft. Warum ist da mitten Landschaft Lava? Ich höre schon wieder sowas wie ein. Ich hasse es, wenn ich einen Slime höre, denn ich laufe dann immer ewig rum und suche Slime und finde ihn nicht. Wo er denn nun ist. Das nervt mich. Hä? Hä? Nein, bin ich verwirrt. Ich bin gerade echt verplant. Naja. Angeblich soll euch die Performance verbessert worden sein. Performance. Ich habe ja bis jetzt keine wirklichen Performance-Probleme gehabt. Was vermute ich mal daran liegt. Dort müsste es sein. Dass ich einfach keinerlei oder wenig Mods installiert habe. Ich meine, ich habe zwar diesen Optifine und den Shader Mod drauf gehabt, wo viele enorme Performance-Einbrüche dann gehabt haben mit dem Zeug, aber bei mir ist es eigentlich immer ganz gut gelaufen. Freut mich natürlich, aber ja. Deshalb kann ich jetzt auch nicht beurteilen, ob da wirklich jetzt was performancemäßig was besser geworden ist oder nicht, oder doch, oder vielleicht auch nicht, oder vielleicht auch doch, oder was auch immer. Whatever. Warum ich einen Bogen mit habe ohne Pfeile, weiß ich auch übrigens nicht. Da vorne ist ja wieder die Farm. Gut, wir sind den Tag rumgelaufen, ohne irgendwas Besonderes zu sehen. Ist ja auch was Schönes. War aber auch nicht weit, ne? Ich habe mir auch schon überlegt, ob ich da nicht, zack. Irgendwie. Sag's mir. Mit einem Portal reisen sollte durch in die. Ins. Ich bin zu scheiß dämlich zum Reden, echt. Ins Nether und dann halt wieder. Weg aus dem Nether. Aber ich glaube, da kommt man gar nicht so weit, ne? Da kommt man nur ans Ende des Chunks oder sowas. Ich kann mich eigentlich aus. Traurig aber wahr. Ding. So, so. Die, jetzt bringe ich mal da runter, was ich runter, was runtergehört ist hier, so. Der Wurf. Ja, den nehmen wir mit. Deshalb sind wir zurückgekommen. Das schmeiße ich da rein. Da schmeiße ich das rein. Das kommt auch da rein. Sugarcanes kommen nirgends hin, Diamond Pick kommt da rein, so. Und rauf. Rauf, rauf, rauf. Okay, an die Rückseite von Dorf. Na gut, das muss ich dann ein andermal machen und ein andermal versuchen. B, 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 B. Gut. Boot. So. So, gut, 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 gut. Nein, das musste man horizontal anordnen, ne? So, das dann. Buch? Buch? Buch?
Hallo? Wie kann man dann Bücher craften? Hä? Okay. Okay. Da muss ich mal was nachschauen, aber nicht jetzt, denn jetzt geht's mal in diese Richtung. Da vorhin war ich schon mal im Schneebiom, ne? Dieses Better Skies. Das ist komisch, dass da immer noch diese pixeligen Wegen sind, aber das schaut schon ganz gut aus. Aber okay, ich habe keine Ahnung, wo wir hin könnten. Und wir laufen mal. Jetzt haben wir den Kompass. Kann ja nicht so viel passieren. Das Eis schaut jetzt interessant aus. Zumindest bei Honeyball. Fast nicht mehr sichtbar. Eine coole Sache. Okay, Sand. Sand ist aber keine Wüste da, sondern nur Sand am Rande des Wassers. Dun, dun, dun. Gar keine Schaufel mit oder so, ne? Also, weil ich habe keine Ahnung, wo wir hin könnten. Irgendwann gehen wir mal unter die Erde, vielleicht. Ich hoffe einfach, dass wir bald ein NPC-Dorf oder so finden. Das wäre eine schöne Sache. Deshalb laufe ich mal ein Stück. Und dort gehen wir dann irgendwann bald unter die Erde. Also wenn wir eine Höhle finden, rein mit uns nie. Würde ich mal vorschlagen. Schwarze Hühner. Können nichts Gutes bedeuten, schwarze Hühner, ne? Wüste. Wüste, Wüste, Wüste. Ich habe übrigens auch nirgends so einen direkten Cut gesehen, wie es normalerweise ist bei einem Minecraft-Update in der Welt. Ich weiß, okay, ab da ist jetzt. Ja. Ab hier ist. Boom. Ab hier ist halt die neue Welt, ne? Die neue Minecraft-Welt. Ich sehe kein Dorf, ich sehe keine Pyramide. Wie selten sind die Pyramiden eigentlich? Das weiß ich auch nicht. Boing, boing, boing. Was ist dort eigentlich? Ist das Lehm? Boden. Ah, es ist alles so unspektakulär gerade. What the fuck? Einfach mal Stein. Einfach so. Mal mitten in der Wüste. Eine riesige Fläche. Einfach nur Stein. Interessant. Interessant, interessant. Eigentlich nicht besonders interessant. Ich hoffe ernsthaft inständig ein NPC-Dorf zu finden jetzt. Denn ich würde gerne handeln. Was anderes suche ich eigentlich nicht. Und jetzt ist auch die Minecraft-Musik wieder aus. Ich dachte, das wäre mehr geworden. Ich habe echt gedacht, dass die mehr, angeblich mehr Minecraft-Musik. Es tut mir leid, aber ich finde hier nur Brunnen. Boing, boing, boing. Ich sehe da drüben Brunnen. Und das war's. Ich finde kein Dorf. Ich finde eine Pyramide. Ich finde nichts. Ziemlich schade. Ich finde eine ziemlich hügelige Wüste, die jetzt ist. Was mich sehr wundert, denn Wüsten sind normalerweise nicht hügelig.
Zumindest nicht zu extrem. Aber gut. Fein. Ist ja mir egal. Ist ja Minecraft, ne? Nicht hier. Ne? Sag nicht, ich bin jetzt an dem Meer angekommen oder so ein Müll. So ein Rotz. Ich suche eigentlich nicht, ich bin das. Okay. Ja, ich wollte eigentlich relativ früh einfach gleich mal das neue Minecraft Let's Playen. Aber es ist anscheinend sehr, sehr unspektakulär, was ich hier anstelle. Was mir unheimlich leid tut, ernsthaft. Einfach nur, weil ich selbst gern gesehen hätte und weil ihr es verdient habt, es auch zu sehen. Und mir hat auch schon jemand einen Comment geschrieben, was das neue Minecraft bei ihm nicht funktioniert. Es tut mir sehr leid, aber ich habe absolut überhaupt keine Ahnung warum. Denn wie man sieht, bei mir funktioniert es einwandfrei. Hat es von Anfang an funktioniert. Ich habe nichts gemacht, außer das neue Minecraft runtergesaugt. Allerdings keinerlei Patches oder so, außer den MC-Patcher. HD-Patcher. Und das Texture-Pack von der Honeyball. Jetzt war nicht Basic, sondern Work. Da das andere ist Basic und nicht fertig ist. Ist das momentan noch Work? So. Immer noch kein NPC-Dorf hier. Immer noch kein NPC-Dorf hier. Immer noch kein NPC-Dorf. Immer noch kein NPC-Dorf. Immer noch kein NPC-Dorf. Da ist wieder Wüste. Oder immer noch Wüste? Je nachdem, ob die von drüben immer noch hier ist. Sind die Wüsten jetzt eigentlich allgemein hügeliger geworden? Es wirkt so. Sieht fast so aus, als hätten wir unser Haus in der Mitte von Wüste im Niemandsland gebaut. Man ist ja nicht nirgends ein NPC-Dorf. NPC-Dorf. NPC, was ist das da? Ist das vielleicht ein NPC-Dorf? Oder ist das... Das ist eine Pyramide. Eine Pyramide, die unter der Erde ist. Ich habe leider keine Schaufel mit. Und wo ist mein Holz? Ich hatte Holz. Ich habe Holz gesammelt. Ich habe Holz wieder abgelegt, ne? Wie dumm bin ich eigentlich? Ich habe mir... Aber ich habe eine Pyramide gefunden, Leute. Eine Pyramide! Pyramide! Jetzt hole ich mein Holz, dann mache ich mir eine Schaufel und dann versuche ich mal irgendwie in die Pyramide reinzukommen und die Pyramide freizulegen. Einfach nur, weil ich es kann. Zack. Bam. Das heißt, eine Schaufel. Wir brauchen wahrscheinlich jede Menge Schaufel. Zack, es tut mir leid, dass wir jetzt geschaufelt werden. Das kann ich euch schon mal relativ versprechen. Aber das macht ja nichts, ne? Ihr seid ja in Minecraft gewöhnt, dass geschaufelt, gehackt, alles mögliche wird. Aha, oder ist das mit Absicht, dass die so hinter der Erde ist? Das sieht orange aus. Ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. Ich springe jetzt mal rein. Okay. Fackel. Warum ich hier beginne zu graben, ich weiß es nicht. Aber ich, das einzige, wo Steine ist. Deshalb denke ich mal, vielleicht sollte hier normalerweise eine Art Ausgang sein oder so. Aber da ist wieder Sandstone. Allerdings könnte das schon gewachsener Sandstone sein. Wow. Okay. Egal. Sieht ja ganz interessant aus, weil... Hey, da ist Wasser in der Pyramide. Ja, hätte ich mal gewusst, dass das Sand ist, ne?
Ach, fuck. Okay, ich bin ein bisschen nervös wegen der ganzen angeblichen Fallengeschichte und so. Allerdings ist mir das egal, wenn wir verrecken wir, ist ja nur Minecraft. Sind denn ja nicht wirklich tot. Warum ist das blau?